von der Besen der Jäger. Hallo meine Ladyboys, mein Name ist Naoya, herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Schalohohoho. Wir sind durchs Loch gefallen. Wir sind auf dem Turm, auf der Insel. Und wir wollen jetzt tief unter den Turm. In der letzten Folge, ihr erinnert euch natürlich an das Highlight. Wir haben uns Senna, den motherfucking Golden Langbow, gefertigt. Wir haben den Kronprinzen, Schattenprinzen, was weiß ich. Wir haben ihn getötet, besiegt, bezwungen. Oh. Ja. Nein. Schrift. Nein. Ach du Scheiße, Tee. Was? Ich brauche keine einzelne Chilischote, Mann. Okay. Wir haben erstmal alles aufgesammelt, was hier war. TNT, das ist unser erstes TNT. Das müsste die stärkste Sprengwaffe sein. Football, so eine veredelte Flamme, weiß ich nicht, was behalten war. Die Fackeln könnten wir anbauen, die könnten wir entsorgen. Wartet, ich weiß es nicht. Die zwei Steine, Steine sind auch nicht das häufigste. Ich will es ganz ehrlich zugeben. Wir könnten langsam auf Obsidian-Schleifsteine umsteigen, das könnten wir auch machen. Och Mann, wieso? Mann, jetzt weiß ich es wieder. Wir müssen die Werkbank aufwerten. Ich brauche goldene Truhen, natürlich. Wir müssen unbedingt die Werkbank aufwerten, dass ich an goldene Truhen rankomme. Das ist extrem wichtig. Extrem wichtig. So, das ist Ruinenstein. Das ist eine Sackgasse. Hier, durch sowas lasse ich mich nicht mehr verarschen. Da ist nichts hinter. Ich weiß es ganz genau. Immer wieder denke ich an dich. Immer wieder vermisse ich dich. Was? Weiß ich nicht. Vielleicht? Keine Ahnung. Die Schriftroll. Rezept für Sprache. Ach, leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch mit der Fackel, ey. Ay, Mann! Leck mich am Arsch mit dem Kupfer, bitte. Ups. Ja, ist in Ordnung. Passt auf. Brauchen wir ja eh gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sieht das so aus und so. Dann ist das gut. Dann haben wir das schon mal fertig. Dann haben wir da keine Probleme mehr mit dem Platz. Vielleicht ist das Dungeon ja gar nicht so groß. Vielleicht haben wir mal ein bisschen Glück und das Dungeon ist gar nicht so groß. Wir sind noch nicht wieder fast bei 6800. Das dauert jetzt wahrscheinlich ewig. In der letzten Folge, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir sind gestorben, weil ich scheiße bin. Ich mag es nicht, scheiße zu sein, aber es lässt sich nun mal nicht ändern. Du bist ein Versager. Und damit hat sich die Sache. So. Nicht nochmal eine gestreifte Katze. Finde ich aber auch gut. Knochen will keiner haben. Hello? Hello, motherfucker! Wir gehen ganz nah ran, damit wir unseren 5% Bonus. Guck, das ist ein One-Shot. Das ist One-Shot, die Versager. 1800 schon wieder. Oh, Stufe 25, ey. Ich glaube, das Talent ist schon gut. Man kann natürlich auch je nach Boss dann. Alter, bei dem Drachenboss. Bei dem Drachenboss, wie schnell kann man den denn bitte legen, wenn man es richtig macht? Das müssen wir nochmal probieren. Ich sag mal, wenn da 5 von den Viechern um einen rumrennen, hat man 25% mehr Schaden von den Kleinen, die aus dem Ei schlüpfen. Bei dem Wurmboss auch, das sind die ganzen kleinen Mahnen. Also für die Bosse, für die beiden Bosse, die wir bisher hatten, definitiv ist da die Fähigkeit mit den 5% Bonusschaden für Gegner innerhalb von 10 Metern viel besser. Alter, das müssen wir nochmal probieren. Wir machen heute nochmal beide Bosse so als kleine Erinnerung, würde ich sagen. So, hier ist anscheinend nichts mehr. Hier ist sogar Holz verbaut. Dann sind wir mit der Map, hoffe ich, fertig. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Na? Tja. Ach nee, wir gucken erstmal, wenn das eine Vulkaninsel ist, dann wollen wir da nicht hin. Dann machen wir was anderes. Es ist so eine Insel. Wäre das jetzt eine Vulkaninsel gewesen, dann wären wir hier hingegangen und wären auf eine von den beiden gegangen. Aber unter diesen besonderen Umständen ist alles in Ordnung. Das ist sogar Map 3, 4. 1, 2, 3, 4. Damit wären wir ja wieder 1, 2, 3,
4, 5, ne? Damit wären wir sogar schon einen weiter eigentlich. Ja, dann wollen wir dahin, würde ich sagen. Das Glimmertal, Stufe 26. Okay, so eine Map haben wir ganz ehrlich auch noch nicht gehabt. So eine Map hatten wir ganz, ganz ehrlich auch noch nicht. Wir haben jetzt noch einen freien Platz. Das ist nochmal was Neues. Sonnendiamant höchstwahrscheinlich. Ein Portal. Hier ist ein bisschen wassermäßig und blitzmäßig. Magentabären, Wunderkristall, Sonnendiamant, Kohlerohr, Marmorblock, okay. In der letzten Map soll es auch Wunderkristalle gegeben haben, aber da hatten wir keinen gefunden, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall, so eine Map hatten wir noch nicht. Das sieht ein bisschen interessant aus. Da hinten ist ein Schild, das wir lesen dürfen. Spinnenfeen? Nee, alles gut. Spinnenfeen? Ach nee, das hier ist ein unausgewachsener Busch. Alles in Ordnung. Das ist nur ein unausgewachsener Busch. Ist hier immer Spinnenfaden drin? Ja, ich denke schon. Das war Obsidian. Das ist alles noch kein Wunderkristall. Ich will nicht noch mehr Geld verlieren. Ich glaube, dann schrei ich. Oh, Questmensch! Seid ihr denn für Lappen, ey? Oh, Eisrosen. Ja, ich will keinen Eisrosen, deswegen, Mann. Rezept für Tee. Oh. Ach, das haben wir doch. Oh. Das haben wir doch schon. Ich nehme das mal, falls es sich nicht stört. Scheiße. Das tut mir leid, hätte ich das gewusst. Das war jetzt natürlich eine reine Verschwendung. So. Philippa, die Jägerin. Psst. Was ist los? Mir ist mein Sunna, der goldene Langbogen, in deinen Abgrund. Du willst mich wohl verarschen, Alter. Du willst mich wohl verarschen, Mädchen. Aber keine Sorge. Guten Leuten wird Gutes widerfahren. Ich bin sicher, ich werde irgendwie einen neuen bekommen. Ist die Landschaft nicht einfach atemberaubend? Ja, lenk ruhig vom Thema ab. Ist ja nicht so, als wenn ich dir das mega ultimative Item hier geben werde. Alter, ist das eine Foot? Ist da... Oh, ist das eine Foot? Das Ding ist, ich will ganz ehrlich sagen, wenn ich mal vergesse, wenn auf irgendeiner Map noch... Vielleicht ist ja auch auf den Maps, die ich offscreen gemacht habe, falls da noch irgendwo eine Quest ist, wenn ich die vergessen habe, das gut ist, ich muss ja noch für eine Trophäe... auf jede Map eine Werkbank platzieren. Das heißt, ich muss eh noch mal mindestens noch einmal jede Map betreten. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch sehen, wenn irgendwo noch eine Quest offen ist. Das heißt, wenn ich die hier vergesse, ich werde auf jeden Fall noch mal darauf hingewiesen werden. Das heißt, von diesem Punkt aus betrachtet ist das alles soweit erstmal in Ordnung. Wir nehmen hier wieder ein bisschen Kohle. So viel genau. Ist das was anderes? Das ist auch Obsidian. Das mit dem Wunderkristall, das macht mich fick und fertig. Haben wir so ein... Ne, wir haben nur veredelten. Wir haben den normalen gar nicht. Ach du Scheiße. Auf dem Schild steht in zittriger Handschrift, die gehören alle mir. Was, die leuchtenden Kristalle? Oh! Lichtritter haben wir noch nie. Da ist das Portal schon. Wir müssen gar nicht in das Haus rein, aber natürlich wollen wir in das Haus rein. Moment. Ich will so einen Lichtritter töten. Das ist extrem wichtig. Haben wir schon Lichtritter getötet auf der letzten Kristallmap? Nee, ne? Ich hab doch immer so Angst.
Ich habe doch immer so Angst. Das sieht sicher aus. Das sieht auf jeden Fall sicher aus. Da kann man gar nicht runter. Ja, die Truhe machen wir jetzt nicht kaputt. Wegen des Inventar und so. Wir wollen uns hier auf jeden Fall aber mal ein bisschen umgucken. Ja, das waren, glaube ich, auch Spinnenfäden. Das ist auch kein Wunderkristall. Vielleicht ist da ja ein Wunderkristall drin. Vielleicht gibt's den auch gar nicht. Vielleicht ist das nur irgendein Fehler. So, da gehen wir auf jeden Fall. Hier stoppen wir erstmal auf der Insel. Wir müssen zurück nach Hause, Inventar sortieren. Das Inventar sortieren, das mache ich, glaube ich, erstmal alleine. Und dann... Also entweder... Scheiße, entweder wir bauen uns eine Goldtruhe oder wir machen uns unsere Scharfschützenrüstung fertig. Ich glaube, wir brauchen erstmal die Goldtruhe. Ich glaube, die Goldtruhe wäre erstmal wichtiger. Also die Werkbank upgraden. Hey, wieso bist du denn wieder da? Wer war das? Wer von euch... Oh, Alter! Du machst so viel Schaden. Schattenritter, Alter, der Meister Schattenritter. Der hat rote Portalsteine. Der Wichser. Der hat rote Portalsteine. Das da will ich nicht. Das alte Schwein, das gibt's gar nicht. Die habe ich übrigens hier reingepackt und die blauen habe ich weggepackt, weil die blauen logischerweise brauchen wir die nicht mehr. Das wäre irgendwie blöd, die ganze Zeit mit uns rumzuschleppen. So, dann ist erstmal cool. Dann teleportieren wir uns jetzt auf unsere Startinsel. Wir sehen uns aber nicht direkt wieder. Ich werde erstmal ein bisschen sortieren. Und dann werden wir gemeinsam die Werkbank aufwerten. Die Werkbank. Uns möglichst eine Goldtruhe bauen. Oder wir bauen uns erst die Werkbank und eine Goldtruhe, damit ich die ganzen Rezepte gleich umsortieren kann. Also sehen wir uns doch gleich auf der Heimatinsel wieder, Freunde. Wieso ist es hier? Ist das vielleicht so ein bisschen realitätsnah? Dass auf der anderen Seite der Erde, wenn es auf einer Seite der Erde dunkel ist, dass es auf der anderen hell ist? Kann das hier so sein? Ich weiß es nicht. Das müsste man genauerer Untersuchung unterziehen. Ein bisschen was müssen wir jetzt ablegen, damit wir hier mit dem Gold und so hantieren können. Wovon haben wir denn? Ja, gut. Das sieht erstmal gut aus. Machen wir es mal hier. Nämlich diesen und wo war denn da? So, dann haben wir drei Plätze frei. Egal, legen wir das ganze Spreng-Scheiß-Gelumpe auch noch ab. Dann haben wir genug Platz für die Aufwertung auf jeden Fall. TNT, unser erstes Springbombe. Was war das? Rezept wird hier, ja gut, Rezepte kommen dann logischerweise woanders hin. Noch eine Bombe. Ah, Football. Football ist auch eine Bombe. Fragt mich nicht warum. Wasserbombe Football, ich glaube, das ist so aber nicht richtig. Ich will noch mal ganz kurz das prüfen. Wartet. Wasserbombe, Minibombe, Sprengbombe. Ja, der Football, der ist nämlich, der war bei Sonstiges, der ist komplett speziell. Das heißt, Football, Wasserbombe, Sprengbombe, Rakete, TNT. Oh, hier fehlt die Minibombe, fehlt uns noch. Vielleicht kann man die gar nicht, vielleicht muss man die selber herstellen. Die droppt bestimmt gar nicht. Ich frage mich wirklich, wie viel Schaden das TNT macht. Das werden wir aber erst testen, wenn wir davon auch ganz viel mehr haben. So, Werkbank. Was brauchen wir noch? Ich muss so oft ins Inventar. Was brauchen wir zum Aufrüsten der Werkbank? 12-mal Holz haben wir glücklicherweise bei uns und 4-mal Gold. Wir bauen direkt nochmal Gold. Wir haben einfach zu wenig davon. Wir bauen nochmal 5 Stück. So, kommen wieder mit. Und ja, dann würde ich sagen, rüsten wir die Werkbank auf. Why not the workbench? Tja. Oh mein Gott.
Und da strahlt auch sie in einen goldgelben Glanz. Auf Werkbank 5, Titanbarren kommt dann noch. Okay. Hier ist nichts Neues. Was? Hier ist nichts Neues. Magischer Fließstoff. Mit den Spinnenfäden können wir den magischen Fließstoff machen. Okay, ist also einfach. Also das heißt Seidenstoff, magischer Fließstoff, okay? Das ist easy peasy. Truhe. Oh nein. Nein, ich konnte die Goldtruhe schon bauen. Das darf nicht wahr sein. Ich konnte die schon bauen, ich hätte das gar nicht aufwerten müssen. Ich bin so scheiße, dass... Es tut mir schrecklich, schrecklich leid. So, die goldene Bergbaukralle. Die goldene Holzverlags machen wir uns irgendwann. Die goldene Spitzhacke. Ansonsten ist hier nichts Spezielles Neues dazugekommen. Roher Seesaphir, okay. Ich hab bisher, glaube ich, ohne Scheiß immer noch nichts gesehen, wofür man die Wasseressenzen braucht. Ist auch egal. Hier ist nichts Neues. Werkbank 3? Werkbank 3 haben wir jetzt. Da haben wir jetzt den Grill gelernt. Hatten wir den Grill nicht vorher? Hä? Ach nee, wir haben jetzt... Doch, das hatten wir schon beim letzten Mal. Und jetzt bei Werkbank 4 ist nichts dazugekommen. Das heißt, der Fließstoff, den wir brauchen, aus 10 Stück kriegt man ein. Das heißt, das wird schon ein bisschen... Das wird nochmal eine Ecke länger dauern, glaube ich. Ja, das hier war jetzt ein Griff ins Klo. Ich hätte das gar nicht aufwerten müssen. Auf jeden Fall, wir müssen eine Goldtruhe bauen. Es tut mir leid. Für unser Rezepte-Ding. Und dann überlege ich, bevor wir die Rüstung bauen, ob wir vielleicht wirklich erstmal die goldene Jägerarmbrust bauen. Wir könnten es machen, es wäre nicht das Problem. Oder ob wir erst die Rüstung machen. Wir haben jetzt die Jacke, als nächstes die Hose, die könnten wir jetzt auch noch bauen, aber vom Harz haben wir genug, um die komplette Rüstung zu bauen. Aber jetzt brauchen wir noch 5, 8, 11 Gold. Wir brauchen 11 Gold. Ich habe 2, baue 5, habe 7. Also mir fehlt auf jeden Fall 4x Gold. 4x Gold könnte ich mir nicht mal machen. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Rüstung jetzt nicht komplett machen. Ist ja auch jetzt gerade nicht so tragisch. Ich gucke hier mal durch, ob eine von den Holzkisten fast voll ist. Die Trankkiste zum Beispiel. Die Petkiste auch. Jetzt haben wir noch eine Katze. Weil die Eisenbox, die Eisentruhe, die wird dann ja frei. Die baue ich dann entweder hier hin, dann weiß ich nicht, was ich da reinknalle. Da werde ich mir gleich nochmal überlegen. Oder ich tausche hier eine aus, nehme hier eine Holzkiste weg. Beispielsweise Pets oder Tränke, weil die ja auch fast voll sind. Und baue dafür dann die Eisentruhe hin und setze die normale Holztruhe nur dahin oder keine Ahnung. Das werde ich gleich gucken. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ich hier mich um den Scheiß kümmere und hier jetzt die Goldtruhe hinbaue. Das werde ich jetzt aber erstmal offscreen machen und dann, ich melde mich aber gleich sofort jetzt gleich zurück. Das muss ich aber auf jeden Fall fertig machen. So, 5x das wollen wir haben. Ich melde mich natürlich, wir wollen uns hier nicht im Keller verabschieden. Das habe ich, glaube ich, offscreen gemacht. Ne? Ich habe den alten Tisch abgerissen und hier den neuen, den klassischen Tisch hingestellt. Der ist natürlich weitaus schöner. Und dann würde ich sagen, dann bearbeite ich mal kurz hier unseren Scheiß. Da fällt mir doch direkt wieder ein. Die Blöcke werden wir auch los. Nicht gerade jetzt, aber dann. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ich mache hier mal ein bisschen Truhensortierung. Einbauen und so, das Dach ein bisschen anfangen und dann sehen wir uns hier nicht gleich wieder, sondern für euch jetzt sofort. Also, hallo, da bin ich schon wieder. So, Freunde, ich hatte euch doch gesagt, dass wir direkt zurück sind und da sind wir schon wieder. Das ging ganz schnell. Ich hab, glaube ich, nur 10, 15 Minuten gebraucht. Ich bin sehr überrascht, wie schnell das ging. Ich habe jetzt hier unsere 16 Ziegel, die wir abgebaut haben, benutzt. Dann habe ich, glaube ich, noch 36 habe ich noch gebaut. Das hat so für ziemlich gar nichts gereicht. Ihr seht es ja selber. Aber der Anfang, es ist endlich der Anfang eines Daches gemacht. Zumindest ist immer das Schwierigste. Jetzt, wo ich angefangen habe, wird es vielleicht ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller gehen, dass ich das langsam fertig mache.
So, ich habe die Kiste dahingestellt, die Eisentruhe. Hier ist jetzt unsere Gold-Rezepte-Truhe. Wir haben noch einen Platz frei. Wir sind alles, was wir im Inventar hatten, losgeworden. Mega gut. Einen Platz haben wir jetzt noch. Hier, ich habe das jetzt ein bisschen spontan einfach umstrukturiert. Ich habe jetzt hier quasi so die ersten beiden Kapitel. Kapitel 1, Kapitel 2 Sachen drin, glaube ich zumindest. Der Seidenstoff ist schon Kapitel 3, aber weiß ich nicht. Also hier so die Sachen, die wir im Prinzip... Ups. Ach, scheiß drauf. Also hier mehr oder weniger die Sachen, die ich eigentlich so im Regelfall, wie ich das sehe, nicht brauche. Und hier habe ich jetzt einfach die höheren Sachen reingebaut. Golderz, Goldbarren, Titanerz, Goldharz, Spinnenfäden, Wasser brauchen wir immer, Sternwasser und das mega geile Astralherz. Das habe ich einfach alles hier reingepflanzt. Warum nicht? Ich habe zusätzlich noch unsere Game-Portalsteine, die habe ich jetzt auch abgelegt. Und unser Inventar sieht mega aus. Wir haben wieder viele, viele Plätze frei. Wir haben wieder viele, viele Plätze und sollten wieder zwei Inseln am Stück schaffen können, bevor wir denn wieder auf unsere Startinsel zurück müssen, ehe das Inventar wieder zugemüllt ist. Das sollte uns erstmal helfen, wieder ein bisschen besser voranzukommen. Ich habe hier schon mal 6 grüne Portalsteine gebaut. Denn wir werden jetzt natürlich wieder auf die Insel, von der wir gerade kamen. Kann ich irgendwas bauen? Baue ich uns die Armbrust? Nein, ich baue uns die verdammte Armbrust nicht. Ich baue uns die Armbrust schon, aber nicht jetzt. Wir wollen erstmal das Scharfschützen-Set fertig haben. Das hat oberste Priorität. Es ist nun mal leider so. Aber ansonsten, na gut, wir können hier mal einen reinwerfen. Ja, scheiß drauf, dann teleportieren wir uns jetzt wieder auf die Insel zurück. Die Quest können wir noch nicht abschließen, das wisst ihr natürlich. Und dann schmeißen wir das Portal zur nächsten Insel an. Und die sollten wir heute eigentlich auch noch schaffen. Hoffe ich zumindest. Dann machen wir beide Bosse nochmal. Gucken mal, was uns der neue Perk so bringt. Und ich bin gespannt. Wir sehen uns hier sofort wieder. So, wir brauchen ganz, ganz heftig. Wir brauchen ganz dolle heftig Gold, Erz, Goldharz. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ihr seid schon so ein bisschen scheiße. Ihr seid schon so ein bisschen scheiße. Da ist schon wieder das Rezept für TNT. Natürlich, wie sollte es denn auch... Ah, die Magenta-Bären, die müssen wir natürlich einsacken. Die müssen wir natürlich einsacken. Wir wollen uns ja früher oder später endlich mal die höchsten Heiltränke machen, die wir uns machen können. Okay, dieser Weg wäre gesund und munter überstanden. Komm her, du Arschloch. Wenn ich die pflanze, sollte ich die vielleicht am Eingang der Map pflanzen und nicht unbedingt irgendwo hier hinten, wo ich erst über die schmalen Brücken rüber muss. Hoffentlich ist hier Golderz drinne. 3x, 4 Spinnfäden, TNT, grünes Portalschein. Ach, wisst ihr was, scheiß drauf. Wir platzieren jetzt das Portal. Wir platzieren jetzt die Portalsteine und dann schmeißen wir ein TNT. Dann schmeißen wir ein TNT auf den Gegner und gucken, was der bringt. Erstmal das hier. Oh, komm wieder weg da. Und wieso wird denn das denn nicht direkt in den freien? Sonst wird doch auch immer alles in den freien Slot gepackt. So, hätten wir das nämlich auch. Hätten wir das nämlich auch. Was war das gleich wieder? Rezept für TNT, genau. Das hier waren die Scheißrosen. Und kann in jedem... Ja, könnten wir eigentlich... Na. Die wachsen hier gar nicht. Die habe ich hier gepflanzt, ne? Die wachsen hier gar nicht, die Scheißdinger. Das... Oh nein, Quatsch. TNT. Was ist denn das? Alter. Ach nee, ich dachte gerade, wir haben einen fettesten Heiltrank bekommen, aber das ist ja in der Tat nicht. So, dann brauchen wir einen Gegner, um zu gucken, wie viel Schaden das macht. So. Ich habe eine Kiste gesehen. Hey, du Wichser. Ich
Ich kann das nicht werfen. Ach, das muss ich am Boden platzieren. Ich wusste, das ist gar nicht zum Kämpfen. Das ist für Bergbauarbeiten gedacht. Das ist für Bergbauarbeiten gedacht. Das ist gar nicht zum Kämpfen gedacht, das Zeug. Jetzt wissen wir's. Der Wald. Deswegen. Das ist der nächste Grund. Das ist der nächste Grund, warum, wenn man das Spiel sich neu holt und mit dem Spiel anfängt. Oh. Warum man definitiv mit einem Waldläufer anfangen sollte. Immer gut, das können ja alle bauen, das ist ja egal. Aber ich sag mal so, als ersten Charakter, der Waldläufer, der Waldläufer ist einfach OP. Der ist OP. Der macht den fettesten Schaden. Man muss sich mit dem nicht treffen lassen. Und dann die Waldläuferstation. Er ist auch am schnellsten, deswegen zum Farmen. Er hat die ganzen Bomben, mit denen man hier haufenweise Blöcke kaputt machen kann. Also mit dem Waldläufer kann man alles abgrasen. Man kann alles super schnell abfarmen, dass man quasi sich für seinen Krieger und seinen Magier, den man sich dann eventuell noch erstellt, da kann man schon alles bereitlegen. Da kann man schon alles bereitlegen, dass die im Prinzip nur noch leveln müssen. Nehmen sich dann die Sachen vom Waldläufer, die er schon mal für die gebaut hat oder bereitgelegt hat, nehmen. Und die müssen nur noch töten und leveln. Mehr müssen die gar nicht mehr machen. Alter Schwede. Roher Marmorblock haben wir bekommen. Für 2 Minuten 30% waren die anderen auch so stark? Ich meine, das ist ein bisschen stärker, oder? Ich meine, das ist ein bisschen stärker geworden. So, wir wollen, denke ich, da auf jeden Fall runter. Wir wollen in das Haus rein. Vielleicht ist da noch eine Quest. Nach da hinten müssen wir noch gucken. Ich würde sagen, da ist noch ein dickes Ding. Ich würde sagen, wir springen als erstes mal hier runter. Golderz, Spinnenfeen, veredelter Sonnendiamant. Naja, bis dahin. Wenn die schon hier unten so blöd sind, dann scheiß drauf. Es sind ja Mächtige. Es sind Mächtige. Ist doch scheißegal. Wir kommen sogar wieder raus. Habe ich jetzt in der Tat nicht mit gerechnet, dass wir hier nochmal gut rauskommen. Aber wir haben wieder keinen Wunderkristall bekommen. Wieder ein normaler Schleifstein. Tja. Normaler Schleifstein. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, wir wollen darüber. Wir wollen darüber. Ja, na scheißegal. Ist doch scheißegal. Na komm, die sieht so schön aus, die ist so einfach abzubauen, die nehmen wir nochmal. So, die Flatterviecher will ich eigentlich nicht bekämpfen, aber ansonsten sind hier immer noch Spinnenfeen drin. Es sind immer noch Spinnenfeen, es ist immer noch kein Wunderkristall. Ist das hier Obsidian? Es ist immer noch Obsidian, es ist immer noch kein Wunderkristall. Why? Was zum Geier soll der Wunderkristall sein? Wo? Wie? Wie kommt man daran? Wofür braucht man den? Tja, Freunde, ich kann euch da leider nicht helfen. Ich kann euch da zum jetzigen Moment leider noch nicht helfen. Da hätten wir auch noch einen Erdblock. Naja, egal. Jetzt ist egal. Scheiß auf, wir knallen das jetzt alles hier hin. Und dann suchen wir uns hier nochmal die Türe. Die Türe zum Hause. Och, da sind die Arachnen wieder. Die Baby-Arachtulen. Ach ja, was willst du denn, du Schlampe? Thank you.
Steinbank. Hier so ein paar Holzdinger-Bummer. Bücher. Interessant, interessant, möchte ich sagen. Okay. Uninteressant, würde ich sagen. Ja. Und was denn? Wieso lebst du noch? Immer noch uninteressant. Los, irgendwas. Irgendwas ist hier. Ist hier was drin? Nö. Ach so, seht ihr, ich muss echt bei mir mal anfangen, auch Regale zu bauen. Da kann ich auch noch Sachen reinbauen. Ich kann zum Beispiel einen Kleiderschrank bauen. Der hat Platz für 6 Sachen. Da könnte ich beispielsweise unsere alten Rüstungssets reinpacken. Wie geil ist denn das bitte? Ich kann unsere alten Rüstungssets doch in unsere Kleiderschränke packen, die wir dann mal bauen. Das ist gut. Das ist gut. Auf jeden Fall ist in diesem Haus kein Questgeber, keine Truhe. Hier ist rein gar nichts drin. Das war absoluter Beschiss und nichts anderes. Ich weiß gar nicht, wieso wir überhaupt reingegangen sind. Ist da oben... Ach, doch wartet, auf der letzten Map, wo genau dieses gleiche Gebäude war, das war noch auf der Welt 2.4 oder so, das war noch auf so einer Eisenwelt. Da sind wir da auch hochgekommen. Oder nee, 2.10 war es vielleicht sogar. Ja, hier kommen wir immer noch da hoch. Aber hier oben ist trotz alledem noch nichts. Dann sind wir, glaube ich, auf der... Auf der Map sind wir fertig, doch. Gib mir doch bitte nicht so eine Scheiße. Tja, leider wieder kein Wunderkristall. Und unten irgendwie ein Dungeon, so ist hier auch nicht, weil wir sehen ja, die Inseln sind ja auch nicht tief. Das heißt, hier ist wirklich, das war wirklich eine kleine, feine Insel, wo es nicht viel zu tun gab. Aber trotzdem eine schöne, weil mal optisch anders. Die Geistermeister. Heistermeister, Meister heißt der Scheibenkleister. Ja. Na gut, dann gucken wir uns erstmal, wo uns die Insel hinbringt, weil auf eine Vulkanmap werden wir nicht gehen. Das ist die dritte Variante. Freunde, in diesem Sinne wisst ihr natürlich, was das bedeutet. Wir werden dorthin gehen und beenden an dieser Stelle die Folge. Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn bitte das? Okay. Oh, unser grünes Ding passt zu einem grünen Portal. Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge auf der eventuell letzten portalmöglichkeitigen Welt wieder. Bis dahin, macht es erstmal gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao. Ups.